Hi Freunde, vielen Dank fürs Wiedereinschalten zu dem zweiten Part bei den Wochen des Todes. Es ist momentan ja wirklich eine unfassbare Belastung. Es sind noch 4 Spiele vor der Winterpause. Die werden wir jetzt versuchen, so gut wie möglich noch zu überstehen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, damit wir eben in dieser oberen Tabellenhälfte überwintern, was unser Saisonziel ist. Gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall natürlich schauen, wie es mit der Belastung aussieht. Man sieht ja schon, dass viele, viele Jungs müde sind. Kurz eben zur Erinnerung, wir haben dieses letzte Spiel gegen Vlada Boleslav extrem bitter verloren, in der 85. Minute noch das Tor kassiert. Und jetzt von Donnerstag auf Samstag, also nur zweimal schlafen und schon geht's weiter. Danach mal bis Mittwoch und dann nochmal Viktoria Pilsen und am 2.11. spielen wir im Pokal. Das heißt 3 Ligapartien noch und eine Pokalpartie vor der Winterpause. Gut, bringen wir es hinter uns. Wir haben ja hauptsächlich auf Erholungstraining gesetzt und Paris Saint-Germain hat uns zu einem Testturnier eingeladen. Wir bekommen 180.000. Mittwoch, 14. Dezember. Ebenfalls hier Janina aus Griechenland und Başak Şehirspor. Okay. 90 Minuten und 11 Meter schießen. Am 14. Dezember. Wir trainieren sowieso durch. Warum nicht? 180.000 ist nicht wenig. Ich finde es geil, dass PSG solche Clubs zum Testturnier einlädt, denn ja, kann nur sein, dass die, ich meine gut, die werden natürlich auch einige Nationalspieler haben. Dementsprechend wird der Kader jetzt wahrscheinlich nicht ganz so stark besetzt sein, aber gut. So, wie spielen wir jetzt? Stanek im Tor ist eh klar. Tijani mit Pokorny wird nicht funktionieren, da werden wir den Dongo wieder spielen lassen statt Pokorny in dem Fall, dann darf mal Tijani durchspielen. Da haben wir nämlich eh schon die Kritik bekommen vom Trainer, von wo wir geliehen haben, dass er nicht genug spielt. Also passt es eh, wenn er jetzt gerade ein bisschen was Spielzeit abkriegt. Krapka wird rechts hinten spielen, der dürfte fit genug sein. Dann links hinten Şeybal oder, ja, Şeybal ist fitter als Lama. Dann haben wir Sedlak und Plamena aktuell drin. Da müssen wir schauen, wie es hier aussieht. Es kommen einige von ihren Verletzungen zurück, das ist schon mal positiv. Ikedi statt Sedlak. Oder nehmen wir mal, gerade sagen wir mal mitnehmen. Wie wäre es, wenn ich einen Ventura, ja, Ventura mal Spielmacher spielen lasse? Dafür nehme ich mal den Ikedi mit. Und ja, Sedlak ist müde. Da lassen wir Ikedi spielen. Box to Box ist einfach eine anstrengende Rolle. Vielleicht lassen wir ihn eher Ball erobern spielen. Dann geht er nach vorne vielleicht nicht ganz so viel mit. Dann haben wir Javier. Da hat jemand von euch gemeint, der ist eher Spanier und nicht Portugiese. Der ist Portugiese. Aus Guimarães. Dann haben wir vorne Şitil und Šivčak momentan noch aufgestellt. Also die Flügel müssen wir auch noch machen. Javier und Navratil. Navratil ist fit genug. Für Javier wird halt der Sip beginnen. Und dann werde ich den Javier tatsächlich heute mal zu Hause lassen, auch wenn es mir nicht so gut gefällt. Aber dann nehme ich den Rusek mal mit. Der wird für Šivčak spielen. So. Jetzt müssten wir eigentlich noch fast noch den Şitil ersetzen. Da könnte man den Votanella Stürmer spielen lassen. Der gefällt mir eigentlich auch relativ gut auf der Position. Oder er hat zumindest die Ansätze dafür. Navratil könnte es theoretisch auch. Aber machen wir so. So. Ja, die Müdigkeit auf der Bank ist halt auch krass. Da aus Webrek noch nicht bei 100%, aber das klingt jetzt mal nicht so schlimm, den nehmen wir mal mit. Tressler steht maximal 45 Minuten, Schwarzhal auch maximal 45, aber der ist auch noch müde zusätzlich. Den Slamena, den kann man vielleicht am ehesten noch mitnehmen. Ja, gut, der Gegner, nicht wirklich ein großer Name im Fußball. In Pardubice, Radoslav Kovac, den könnte man kennen, das war dieser... Ich glaube, der war Verteidiger. Auf jeden Fall bei West Ham. Und wir sagen den Jungs jetzt eindeutig, dass wir die Heimspiele gewinnen müssen. Da darf es keine Ausreden geben. Also die Jungs hier und heute sollen es regeln. Rusek wollte ich eigentlich eher auf der anderen Position. Das habe ich jetzt nicht optimal vergeben, aber das können wir dann später immer noch wechseln. Fangen wir mal so an. Ich bin gespannt, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine etwas ruhigere Rückrunde und ich freue mich drauf,
dass dann für mich eigentlich die Winter-WM endlich erledigt ist, weil privaten Safe werde ich wahrscheinlich keine mehr starten, weil momentan die Zeit einfach dazu fehlt. Boah, da ist die Jhani 1 zu 0 nach ja, knapp 60 Sekunden, Sieb mit der Flanke und der macht sein allererstes Tor für uns. Hier sehen wir es nochmal, Sieb. Und Tijani setzt sich gut durch. Torwart Budinski steht dann nicht hundertprozentig richtig und dementsprechend wird er hier auf, hatten wir für Stellungsspiel 8, ja. Dementsprechend wird er da hier in der kurzen Ecke überrascht. Navratil mit der Flanke, da ist Ikedi. Und schade, dass da keiner mehr rangekommen ist. Aber wir können mit dem Start ja schon mal zufrieden sein, finde ich. Sehr guter Pass rechts raus. Sieb zieht stark nach innen. Wie kriegt er den so vorbei? Das war echt schon schwierig, da das Tor nicht zu treffen. Dongo steht nicht gut. Zum Glück der Abschluss harmlos. Rusek setzt sich gut durch. So, was macht Ventura? Pass auf Ikedi. Krapka. Ja, sehr ruhiger, bedachter Spielaufbau. Jebal. Übrigens, hat noch jemand von euch Probleme seit dem letzten Update, was das Intro angeht? Das hat ja schon jemand in den Kommentaren geschrieben. Sieb auf Votanell, 2 zu 0, 9. Minute, zweite Vorlage von Sieb, ganz stark. Es hat ja jemand von euch in den Kommentaren schon geschrieben, dass er über das Intro gar nicht drüber kommt. Bei mir ist es so, dass ich mehrmals Escape drücken muss und dann lädt das Intro. Der PC fährt, glaube ich, gerade was die Grafikkarte angeht, und den Lüfter voll an. Also irgendwas haben die da richtig verbockt beim Intro, beim letzten Update. Warum auch immer beim Intro, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber scheint jetzt wirklich mehrere Leute zu betreffen. Also wenn das mehrere von euch haben, bitte ab in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Beziehungsweise vielleicht gibt es einen Workaround. Also sehr mühsam im Moment. Dafür bin ich wenigstens hier jetzt mal zufrieden und glücklich. Werd diese Anzeige hier mit den Statistiken noch ein bisschen umbauen. Ich glaube, ich werde die Tabelle einbauen. Denn geblockt. Krapka blockt auch, aber wir kriegen dann den Ball nicht weg. Tijani hat ihn jetzt. Okay, sehr gut. Weil wir haben die Statistiken ja hier oben auch. Ich meine, die anderen Sachen, ich weiß nicht, ob es euch interessiert, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, dann tue ich es sonst wieder rein. Aber ich tue jetzt mal die Tabelle hier hin. So, Ventura mit dem Freistoß in die Mauer und dann der Abschluss von Dongo, der ein bisschen kläglich war. Aber schaut mal, wie schön wir das mit der Rotation hinkriegen und wie das die KI hinbekommt. Also, das muss man zumindest mal positiv formulieren. Natürlich spielen wir jetzt nicht mit der stärksten Mannschaft, aber die Fitness und Frische, die zahlt sich schon aus. Wird in der zweiten Hälfte jetzt eher besser. Gut so. Übrigens hat jemand von euch auch in den Kommentaren geschrieben, dass sie scheinbar diesen Bug, dass es ein Bug ist, dass man hier nur dreimal wechseln kann und dass das schon gemeldet wurde und under Review steht bei Sports Interactive. Also können wir nur hoffen, dass es gepatcht wird, oder wurde es schon gepatcht? Nee, da steht noch immer 3 von 3. Gut, wir haben hier einen sehr, sehr müden Innenverteidiger, nämlich Tijani. Deswegen werde ich den Krapka in die Mitte schieben. Und wir bringen jetzt den Jan David, den ich aus der zweiten Mannschaft hochgezogen habe. Der kriegt sein Debüt. Bin nicht glücklich damit. Aber wir können uns jetzt auch nicht leisten, dass sich Tijani verletzt, wenn der jetzt schon zur K.O. ist. Und wenn der Gegner jetzt im Idealfall eh noch müder wird, dann reicht das hoffentlich. Gut von Navratil. Vor allem die beiden Stürmer sind komplett K.O. Dann hast du auch bei den Außenverteidigern, also vor allem links hinten, einen sehr müden, und das ist ja eine sehr laufintensive Position in dieser Formation, wie sie spielen. Dieb, der macht heute ein richtig gutes Spiel. Zwei Assists und
strahlt viel Gefahr aus. So, wen haben wir noch auf der Bank? Kostal würde ich ganz gern bringen, wenn es eben heute um nichts mehr Wichtiges geht und Lamina vielleicht auch noch. Also eher Spieler, die jetzt nicht super wichtig sind. Navratil bleibt an Swoboda hängen. Ventura. Rebal. Ja, gar kein so ungefährlicher Abschluss. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unnötig war, das da so zu versuchen in der Situation. Hätte gut gehen können. Gut von Dongo. Also bei den Gegnern gelingt wirklich nicht viel. Aber das heißt halt auch nichts bei unserer Defensive. Zip mit dem Pass in die Tiefe. Votanell bleibt hängen. So, jetzt sind wir in der 60. Von der Müdigkeit her geht es aber eigentlich noch. Dann werde ich noch ein bisschen warten. Gegner ist echt komplett K.O. So, Votanell. Guter Antrittsabschluss. Harmlos. Ein paar Minuten machen wir noch. Also einen so müden Gegner habe ich auch noch nie erlebt, aber gut. So, Navratil ist müde, da bringen wir den Martin Kostal. Ist der Rechtsfuß? Ja, das heißt, das passt von der Rolle her. Und dann haben wir noch einen Wechsel. Wir könnten den Webrek hinten bringen, links. Ja, weil das zentrale Mittelfeld ist eigentlich fit genug. Und den Rest würde ich ganz gern schonen. Dann bringen wir den erfahrenen Webrek links hinten mit seinen 37 Jahren. Also defensiv sind wir auf jeden Fall jetzt nicht sonderlich gut besetzt. Und das war Abseits. Wir loben die Jungs nochmal. Dann lassen wir die letzten 20 Minuten mit Nachspielzeit ungefähr im Idealfall jetzt noch gut runterlaufen. David mit dem Pass rechts raus auf Otanel. Ah, das sah so aus, als wäre Rusek im Abseits gewesen. Das zählt glaube ich nicht. Tor aberkannt. Ah, Pass war aber gar nicht schlecht. Man sieht hier, der Zeitpunkt hätte beinahe gepasst. Boah, Votanell, schöner Treffer. Viertes Saisontor von ihm schon. So, ich würde sagen, wir werden jetzt nicht mehr viel pressen. Wir werden auch hier uns jetzt generell ein bisschen zurückhalten. Nach Ballverlust werden wir uns neu formieren. Nach Ballgewinn werden wir die Formation halten, einfach um ein bisschen das ganze Tempo rauszunehmen. Das Spiel ein bisschen weniger anstrengend für uns zu machen, die letzten Minuten. Im Stand von 13:0 kann man das, glaube ich, ganz gut machen. So, hier sehen wir nochmal das 3:0. Rusek, den hier in die Mitte chippt, dann Votanell mit dem Antritt und der passt ganz genau. Torwart reagiert gar nicht, ist chancenlos. Also bin ich jetzt echt froh, muss ich wirklich sagen, dass wir da so wieder mal so ein positives Ergebnis feiern können nach der so bitteren Niederlage. Krapka ganz schlecht verteidigt und wir schaffen es wieder nicht zu Null zu spielen. Sowas ärgert mich, weil es einfach so unnötig ist. 85. Minute, der Stürmer ist einfach komplett müde. Und dann sieht man hier, Stellungsspiel sieht hier noch ganz okay aus. Hier haben sie Überzahl, was nicht gut ist. Aber was Krapka da macht, verstehe ich nicht. Und selbst hier, wenn er das sprintet, kann er ja locker vorhin kommen. Und Grabka ist nicht sonderlich müde. Da hat er sich einfach richtig bescheiden angestellt. Und damit schenken wir halt schon wieder mal ein Tor her. Naja. In der 92. Krapka klärt zur Seite. Dann gehen sie beide drauf. Da wäre David alleine ausreichend gewesen. Und Czerny mit dem Abschluss.
Und das war's. Also wir gewinnen 3 zu 1 und im Endeffekt können wir zufrieden sein. Auch wenn es jetzt kein sonderlich souveränes Spiel von uns war. Das, schaut mal, wie schräg das ist. Wir haben 17 Spiele, Viktoria Pilsen 12, Sparta Prag 12. Wahrscheinlich die, die international in einer Gruppenphase sind. Unglaublich. So, Motanel gut in Form. 2 Tore. Spieler der Woche, Tomasz Ladra. Den haben wir sogar schon mal gescoutet. Vertrag läuft aus. Ist auf der Auswahlliste. Ja, transfermäßig wird die Winterpause, glaube ich, hier auch ganz interessant für uns. Von ihm endet jetzt das Probetraining. Ah, er hat schon erste Anzeichen einer fußballerischen Rückentwicklung. Und er hat sich im Training unterdurchschnittlich präsentiert. Also bei aller Stärke, die der Probespieler hat, da müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt zuschlagen. Slovan Liberec als nächster Gegner. Könnte schwierig werden. Spieler der Woche, 34-jähriger Außenverteidiger Andrej, ein Brasilianer. Kennt man, glaube ich, nicht. So. Ja, keine leichten Partien jetzt, muss man sagen. Gegen den Tabellenvierten und den Tabellenfünften. Und Viktoria Pilsen ist auch nur Fünfter, weil die so wenig Spiele gehabt haben. Also die kommen sicherlich noch weiter rauf. Wir haben aktuell nur noch zwei aktive Verletzungen, nämlich Vrastil und Radim Breite. Zwei kürzlich Genesene, das sind jetzt zwar keine super wichtigen, aber trotzdem. Und da sehen wir so hohes Verletzungsrisiko bei einigen Spielern. Lieber Kotzak, den haben wir ja auch schon beobachtet, der erfahrene Stürmer. So, Vrastil 75 Minuten, Webrek kann spielen, Dressler maximal 45. Aber generell sieht das jetzt gar nicht so schlimm aus von der Müdigkeit her. Also ich glaube, da war es sehr sinnvoll und gut, dass wir das Training angepasst haben. Ich lasse Schwarzhal rechts hinten spielen. In Slama statt ein J-Ball finde ich auch jetzt, glaube ich, ganz sinnvoll. Javier für Sip. Bokorni nehmen wir mit. Der wird spielen statt... Ist Dongo wieder müde, weil Tishani halt nicht durchgespielt hat vielleicht. Dann nehmen wir den Grabka mit, weil er schön vielseitig ist. Bei Schäbal geht es von der Spielbelastung her total. Das ist auch ziemlich cool. Den Settler könnte man auch wieder mitnehmen. Also jetzt momentan kommen wieder einige zurück. Das ist wirklich angenehm. Nehmen wir den Settler mal statt den Kostal mit und dann schauen wir, wie wir jetzt hier machen. Ja, Sedlak und Ikedi können wir gut tauschen. Ventura lassen wir jetzt einfach mal drin. Navratil hat nicht durchgespielt, also vielleicht reicht es bei ihm. Bei Schietel ist die Spielbelastung nicht so hoch. Dann mache ich mal so, dass ich hier jetzt einfach mal den Votanel spielen lasse, weil der zuletzt performt hat. Chiefcheck und Rusek auf der Bank. Ikedi auf der Bank. Dann hätte ich ganz gerne eigentlich noch einen Flügelspieler dabei, also wird eher der Sip mitkommen. Krabka, J-Ball. Ja. Ich finde das ganz gut. Dongo bekommt dann heute die Pause. Rotation dürfte ganz gut hinhauen, so. Bin ich wieder gespannt, wie gut es die KI hinbekommen hat. Slovan Liberec. War das nicht der andere Club, wo wir rum überlegt haben, wen wir da nehmen? Ich glaube fast. So. Da haben wir die Jungs, die es heute richten sollen. Ist das der Dumbia? Seidu Dumbia? Spielt er noch? War ein legendärer Stürmer bei ZSKA Moskau. Der war aufgrund seiner Geschwindigkeit einfach super beliebt, vor allem im FIFA. Ne, ist ein anderer. Mohamed Dumbia. Nicht ganz so schnell. So.
So, die ersten Minuten laufen. Und das war Abseits, brauchen wir gar nicht diskutieren. Damit zählt das Tor natürlich nicht, da war er auch klar vorn. Hat zumindest recht deutlich ausgesehen. Schauen wir nochmal, Friedeck. Ja, gut. Haben wir schön in die Abseitsfalle gestellt, gut gemacht von der Verteidigung. Xavier auf Schitil. Ah, Ventura geht da zwar in den Zweikampf, aber kommt nicht durch. Gebre Selassie, stimmt. Das schaut auch wieder nach Abseits aus. Rabusic, ja. Also das mit der Abseitsfalle scheint in dem Spiel bisher ganz gut zu funktionieren. Aber sie haben viel Ballbesitz, muss man sagen. Wir kommen da kaum irgendwie länger in eine Ballbesitzphase. So, Votanel mit dem tollen Pass in die Tiefe, Schittil mit der Riesenchance und da ist die 1:0 Führung, 17. Minute, der Torwart, der Schiedsrichter checkt. Könnte Abseits gewesen sein. Nee, das Tor zählt. Sehr, sehr gut. Ventura auf Votanel und der Pass ist super. Votanel echt in ganz starker Form im Moment. Und der Torwart Olivier Fliegen. Chancenlos. Den haben wir auch schon gescoutet, glaube ich. Als wir da so auf Torwartsuche waren. Jemand von euch hat geschrieben, dass er Stanek verpflichtet hat. Irgendwo in Deutschland. War es Rot-Weiß Essen? Ich glaube fast. Ziemlich cool auf jeden Fall. Und dass er auch sehr zufrieden ist mit ihm. Verstehe ich auch. So, Slovan Liberec nach wie vor das aktivere und bessere Team, aber wir jetzt wieder mit der Konterchance. Und der Pass ist gut, Schitil, nicht schlecht. Wenn die generell so viel Ballbesitz haben und so viel Kontrolle, würde ich sagen, werden wir versuchen, die Flanken früh zu schlagen, werden wir versuchen, früh und schnell nach vorne zu kommen, um dann im Idealfall sie auszukontern. Javier mit der Ecke, aus der wird leider nichts. Was wir dann aber auch machen könnten, wenn es sowieso nicht darum geht, Ballbesitzphasen zu haben, dann gehen wir zurück auf die Variante, wo wir mit zwei Flügelspielern spielen. Weil die gehen dann eher straight und schnell nach vorne und ziehen nicht nach innen. Das könnte jetzt in diesem Spiel besser passen. Schauen wir mal. 25% Ballbesitz ist ja wirklich bitter. Und eben dadurch, dass sie dann nicht nach innen ziehen und dann gehen sie automatisch nicht in ganz so viele Zweikämpfe, sondern eher eben den Flügel entlang. Und gerade wenn wir versuchen, straight nach vorne zu spielen. 2:0, wieder ausgekontert. Sehr schön. Und es ist wieder Jan Votanel. Der ist momentan in sensationeller Form. 32. Minute. Hier sehen wir Navratil, Seidlak. Der schickt Schitil in die Tiefe. Guter Antritt von Schitil. Und Votanel macht es sensationell. Ich bin begeistert. Ja, ganz wichtige Punkte, dann schaut mal hier, wir sehen hier, dass wir dann 6 Punkte Vorsprung auf den Tabellenachten hätten. Das ist genau diese Grenze, die wir zur unteren Tabellenhälfte haben, also genau diese Grenze, die unser Saisonziel definiert. Wäre sensationell, wenn wir es wirklich schaffen, das Ding heute zu gewinnen. Ich meine, ich bin vorsichtig, auch wenn 2:0 sehr komfortabel aussieht und klingt, muss man halt trotzdem sagen, dass wir, Titel mit dem Abschluss, dass wir noch lange zu gehen haben hier in dem Spiel. Dementsprechend bin ich mal vorsichtig. Ich werde vielleicht noch einen körperlich stärkeren Stürmer statt Votanel bringen. Votanel vielleicht auf den Flügel ziehen. Und Rusek vorne reinbringen. Gerade wenn wir dann früh und viel mit Flanken arbeiten. Ja, sehr gut. Schade. Gute Parade, aber schöner Spielzug. Gerade wenn wir jetzt mehr mit Flanken arbeiten, macht Sinn, dass wir da körperlich ein bisschen was drinnen haben im Zentrum. Und Votanel ist jetzt nicht der Größte. Aber den würde ich dann einfach am Flügel spielen lassen, wenn er so sensationell performt. Hier wieder super Pass in die Tiefe. Also das Auskontern und die frühen Flanken machen in der Partie wirklich Sinn. Gefällt mir super, wie es läuft. Weiter so, Jungs.
Javier ist sehr schwach, aber leider nicht müde. Deswegen würde ich eher sagen, schauen wir mal, Rusek 1,87 groß, Sprunghöhe 14, Shiftchuck 13, aber 1,87 groß. Das heißt, in dem Fall wäre Rusek die bessere Variante. Dann nehme ich den Navratil raus, weil er müde ist. Da geht Votanell auf den Flügel. Das passt eh gut. Und dann legen wir los. Hälfte Nummer 2. Ich wäre dafür, dass Chebre Selassie sich noch eine gelbe abholt. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Da haben wir einen verletzt, so wie es aussieht. Rusek Lama mit dem Versuch. Es ist wirklich spannend. Wir haben wirklich nur 30% Ballbesitz, aber wir haben so viele Abschlüsse, dass es jetzt mittlerweile schon richtig verdient ist, diese Führung. Das war sie ja gerade am Anfang noch nicht unbedingt. Xavier Freistoß 59. Fliegen fliegt und hat ihn. Olivier Fliegen. Slovan Liberec macht das, glaube ich, auch relativ gut mit der Rotation. Also die sind ein bisschen fitter. Aber es ist halt, die gehören dann doch eben zur oberen Tabellenhälfte. Die haben wahrscheinlich eher das Budget, den Kader ein bisschen breiter aufzustellen, als die Gegner aus dem letzten Spiel. So, zwei Wechsel können wir noch machen. Ventura ist schon mal richtig müde. Da werden wir den Ikedi reinbringen. Damit haben wir da zwei defensivere. Wobei Ikedi hat eigentlich auch ein recht gutes Passspiel. Aber er ist für mich jetzt kein Spielmacher, deswegen gehe ich einfach auf zentraler Mittelfeldspieler auf Support, also eine Standardrolle. So, Selassie haben sie jetzt rausgenommen. Und jetzt können wir noch einen Wechsel machen. Wir haben Sedlak, der müde ist, Votanell, der müde ist und Gitil. Da würde ich persönlich jetzt sagen, dass wir, also entweder wir bringen den Sip für Votanell oder den Shiftchuck ganz vorne. Sedlak wird durchspielen müssen. Wir können die beiden aber tauschen, weil dann hat Ikedi diese Rolle, wo er ein bisschen mehr laufen muss. Bringen wir den Sip, dann tauschen wir die beiden und lassen Xavier nach innen ziehen. So passt, glaube ich, auch ganz gut. Dann loben wir sie nochmal. Ja, ordentlich im Bedrängnis hier wieder, Slovan Liberec. Slama, Sip. Gutes Gegenpressing. Nochmal Balleroberung. Aber etwas überhastet hier von unserem jungen Joachim Sip. Ja, wir schaffen es natürlich nicht zu 0 zu spielen. Jetzt wird es wieder spannend. Gegentor 1:2. Und es war wieder mal beschissen verteidigt. Also, du siehst mal, dass wir hier recht passiv sind. Und da ist schon mal der erste Punkt. Tijani checkt das nicht. Der muss eigentlich hier stehen. Also, da passt das Stellungsspiel nicht. Dadurch ist er jetzt hier einfach viel zu weit weg. Und dann verliert halt Bocconi den Spieler im Hintergrund aus den Augen. Er muss den Schritt nach vorne gehen, das ist auch okay. Das Problem ist, er hat hier fast zwei Spieler abzudecken mit seinem Deckungsschatten, glaube ich, nennt man das. Wenn er jetzt hier steht, ist er frei. Wenn er hier steht, ist er frei. Also er versucht irgendwie so das Mittelding. Dementsprechend werfe ich das jetzt gar nicht mal Bocconi vor. Ja, und damit wird es halt wieder unnötig spannend. Wir fangen mal mit dem Zeitspiel an. So, Sip. Und Şitil bei Kopf, aber kein Problem für den Torhüter. Die letzten Minuten laufen, wir müssen noch gut 1,5 Minuten überstehen. Sip hat ihn, sehr gut. Rusek. Ikedi hat Platz. Ikedi versucht, was in dem Fall jetzt gar nicht blöd war, weil wir dadurch die Ecke kriegen. Jetzt sind wir schon in der 94. Minute. Dumbia bekommt ihn dann nochmal, der ist nicht der schnellste.
Ach, da waren wir jetzt hinten gerade voll offen. Vorteil rechts raus auf Xavier, der Pass war gut. Xavier, zu Ball verliebt. Hätte da längst auf Schittil passen können oder müssen. So, Schittil. Toller Pass auf Rusek und der haut ihn an die Stange. Ah, oh, schade. Wäre schön, wenn der auch mal wieder getroffen hätte. Gut, das war's. Also wir gewinnen 2-1. Im Endeffekt ein sehr erfolgreicher Part. Ich bin heute nicht ganz zufrieden damit, wie eng das dann zum Schluss noch wurde. Aber an und für sich mit dem Spiel können wir zufrieden sein. Damit haben wir jetzt wirklich 6 Punkte Vorsprung, wobei die halt noch Spiele weniger haben. Wir haben leider mit 18 Partien am meisten Spiele hier. Schittil mit der klasse Leistung. So, da reden sie uns an Ausverkauf. 19 Spielern habe ich einen Wechsel erlaubt, ja. Natürlich rechnen die zweite Mannschaft mit, da ist dann klar. Brasilianer geliehen von Viktoria Pilsen, aber der hat noch länger Vertrag. Eigentlich ganz interessant. Mal auf die Auswahlliste setzen. Für die Wintertransferphase. Mladá Boleslav, sehr souverän im Pokal. Der dann bei uns jetzt auch im nächsten Part ansteht. Ja, von der Zeit, da sind wir eigentlich eh schon drüber. Dann würde ich sagen, ja, bedanke ich mich fürs Einschalten heute wieder und danke geht auch an alle Supporter raus. Ich sage es leider gar nicht oft genug, die den Kanal unterstützen mit der Kanalmitgliedschaft oder auf Patreon. Vielen Dank dafür. Es war ein erfolgreicher Part, ich bin zufrieden. Ja, es geht zumindest ein bisschen nach oben. Es sind sehr wichtige 6 Punkte, die heute dazugekommen. Und jetzt haben wir noch dieses schwierige Spiel gegen Viktoria Pilsen. Und die Pokalpartie. Und dann geht's in die Winterpause. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Vielen Dank. Bis zum Einschalten. Ja, eigentlich schon. Bis zum Einschalten. Wir sehen uns. Ciao.